Bim, bim, bim. Timo Top, let's go. Underaged Monkey. Ich bin gespannt. No Soul. Is playing Timo. Aber spielt nicht viel Timo. Timo Blind Pick auch vor allem. Shing, shing. Ey, es ist so schlimm. Ich will unbedingt dieses Platin 1 jetzt erstmal haben, damit ich aufhören kann, League zu spielen. Für eine Weile zumindest. Ist das Blitz Jungle nicht schon wieder? Nee, das ist Blitzcrank Support. Caitlyn Blitzcrank Bot. Akshan Top, Diana Mitte, Grace Jungle, I guess. Ja, okay. Akshan ist natürlich ein netter Gank immer. Aber seine E ist auch irgendwie nervig. Ich hasse das Grace Matchup. Mal sehen, ob ich das überhaupt irgendwie gespielt bekomme. Imagine, zwei der größten Videogame-Franchises dieser Welt würden kooperieren und Riot Games würde sich mit Pokémon einlassen. Stellt euch mal vor, jeder Champion würde ein Pokémon-themed Skin erhalten oder sowas. Das wäre sick. Ich stehe, würde das niemals passieren, weil es Pokémon Unite gibt und die ihr eigenes Game innerhalb dieses Segments haben, aber das wäre sick. Oder zumindest so ein Trainer oder sowas zu sein, also das wäre schon cool. Die Botlane wird das aggressiv spielen, die gegnerische, aber ich habe überhaupt keinen Bock, da Level 2 reinzulaufen. Guck mal, ob ich Erfolg habe, vielleicht mit meiner üblichen Strat. Wäre doch mal ganz nice. Das ist natürlich auch attraktiv hier, aber die wird nicht genug reingraden. Oh, shit. Nee, ich habe Red Dragon, die kann mich nicht gesehen haben. Oh, das ist natürlich unfortunate. Da habe ich gewartet, bis mein Smite abkam. Von dem Punkt an war es dann für ihn einfach vorbei. Rek'Sai als Dick da. Oh mein Gott, das wäre so insane. Aurelion Zoll als Garados. It's true. Oh, so früh XP für einen Jungler? Ich bin zwei Level jetzt über ihm. Trikefalo als Baron. True. Das würde auch super passen. Elise Ariados. Oh ja, mhm. Okay, wo ist Elise? Oh mein Gott, ich komme. Oh! Die werden jetzt all in gehen, wo sie mich sehen. Ja, schade, dass ich da queuen musste. Sehr, sehr schade, dass ich da queuen musste. Es wird halt von vorne Dingens kommen, Graves. Aber bis dahin habe ich wieder Q. Ich bin Level 5. Jetzt ein Ghost. Naja, ich weiß. Die ist Level 6. Wieso ist die Level 6? Ja, bin ich so dabei, Alter. E, komm, Doppel-E. Oh! 700 Gold in Minute 6? Excuse me? Oh, fuck. Ist das lecker. Die Tiana chattet gerade so mies rein. Die hat gar keinen Bock mehr. Wenn sie mir den jetzt noch geben, dann wird das schwierig für die zurückzukommen. Zweiter Back, Krakenslayer, das ist nicht gut. Also für die. Actually, ich kann sogar hier durchklären und mir dann Boots holen. Ne, das reicht tatsächlich für Boots. Ich darf nur Basic Boots bauen, glaube ich. Für Attack Speed Boots jetzt zu warten, ist zu risky. So, Red Buff muss ich jetzt liegen lassen, weil ich muss Topside. Aber guckt euch den Itemunterschied an, wenn der jetzt Shelly macht, Alter. Ich werde so mad Bank verdienen, wenn ich da bin. Weil der wird auch zur Hilfe kommen. Oh, hilf ihm bei der Shelly, bitte, Akshan. Die Shelly, die schafft er nicht alleine. Der arme Graves. Wie soll er das alleine schaffen? Denk doch mal drüber nach. Lucky. Trotzdem gut. Ist er tatsächlich zur Hilfe gekommen, aber Diana auch, die hatte ich nicht auf der Rechnung. Ja, hätte ich dann besseren Fokus gehabt oder hätte Diana nicht vorne gestanden, sondern Graves, hätte ich sie ja alle töten können. Weil ich mache ja mit Krakenslayer so abstrakt viel damit zu diesem Zeitpunkt. Abartig, nicht abstrakt vielleicht, ja, aber ja. Jetzt noch ein Crossover-Event und die Wölfe sind Arcani und Fukanus. Sounds like a banger. So, sollen wir jetzt die Toplane einfach einmal runterrennen? Ich habe nämlich gleich Ulti. Dann kann ich da legit runterrennen, den einfach töten, der kann nichts dagegen tun. Dann halt ein Tower. Ich wusste es. Das ist richtig typisch. So Top-Lane nicht im Game gewesen. Er denkt so, boah, jetzt kann ich mich beweisen. Meine Lane war voll interessant und spannend. Ich bin zwar ein bisschen behind, aber kein Ding. Ich outplay den. Und dann kommt da so ein 6-1-Jungler und auto-hittet den einfach runter. Das ist so antiklimatisch als Top-Laner. Oh, lecker. Hat er sich gerade an mir geäht? Das ist meiner.
Boah, ist nicht meiner, schade. Geil, ich glaube, die sind getildet. Und das Schlimme ist, deren Jungler ist der Einzige, der gut im Game ist. Der kann da nicht mal was für. Den hole ich mir jetzt auch noch. Oh, da hat sein Blue Buff schon gemacht. Na gut. Vielleicht klärt er trotzdem nach oben. Ah, da hat auch schon eineinhalb. Oh. Lukas. Dann passt du aus Versehen raus. Ja, ne, da bin ich raus. Ich kann alles throwen, keine Sorge, auch dieses Game ist nicht safe. Aber ich gebe mein Bestes, dass es safe sein wird. Ich muss Objectives holen, I guess. Top-Lane haben wir zwar schon, aber das reicht nicht. Stay! Danke. Jetzt sind zwei Leute Botlane. Wir müssen dann wenigstens Top-Lane reinpushen, ne? Also irgendwas müssen wir dann machen. Wir können jetzt nicht das Game langsam in unsere Richtung shiften lassen. Also in deren Richtung, so. Meine ich damit. Oh, Blitzcrank. I'm very sorry. Okay. Lol, geil Ult. Okay, wie ich ohne Ult so viel Damage mache, ist frech. 11-1-1, oh, was für Stats. Beautiful. Insta-Rage will auf den nächsten Back. They will suffer oder so. Zitat Rainer. Oh, 1 CS. 1 CS, okay, dafür darf ich keinen Jungle-Minion taken. Dann kriege ich nicht 1 CS, dann kriege ich mehr. Oh mein Gott, ich arbeite dran. Ich muss irgendwie 1 CS kriegen. Ey, wuhu. 1-1-1-1-1-1. 1. 1. Meine Stats, nicht das E-Sports-Team. Ich bin für SK Gaming, dankeschön. Oh, wer ist denn da noch? Nice. Ja, jetzt habe ich es direkt ruiniert, tut mir leid. Das war überhaupt nicht vorhersehbar, holy shit. Ich habe ja gewusst, dass du hookst, Blitzcrank, ey, dann hätte ich ja was anderes gemacht. Oh oh. Alles gut, actually. Lol. Oh shit, that was not good. Den Blitzschlag habe ich ja nicht erwartet, an den habe ich nicht gedacht. Was gehen wir denn hier? Oh Gott, Death Dance war. 22-2-2. Mit 222 Farm. 222 Farm werde ich nicht erreichen. Einfach 111-1-1 mit 1111 CS draus machen. Ja, das ist natürlich sehr viel logisch. Witzend? Nee, Witzend. Das ist der einzige magische Schaden. Hier ist Diana. Und ein bisschen Blitzcrank. Aber nicht wirklich. Ist halt kein Supporter. Insofern definitiv Death Dance 3 AD-Quell. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt unbedingt so extrem reingehen müssen. Puff. Will da niemand mehr? Doch. Also ich war schon sehr gefeedet, aber das war auch sehr clean. Hat mir Spaß gebracht. Danke fürs Mitspiel, liebes gegnerisches Team. Also to be fair, hätten die mich töten können, wenn Grassfield am Tower neben der Caitlyn einfach angegriffen hat, aber ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass die Caitlyn so schnell stirbt und das hat ihn ein bisschen schuckes. Wie hast du dich da gerade mit der Q gerade so vom Tod gerettet? Dreimal? Wie oft meinst du? Ja. Also zweimal auf jeden Fall, aber der Tower Damage Cancel, der war am schönsten. Der hat mir Spaß gebracht. Weil ich wusste, dass wenn ich den kriege und er mir dann einen Auto-Attack mitdrückt, dann bin ich tot. Also muss ich ja auch hoffen, dass ich den Auto-Attack-Reset nicht brauche im Feld. Weiß ich nicht, Akshan. Oh, schön, na gut. Oh, ich habe immer noch Ulti. Wenn die jetzt kommen, kann ich die einfach töten. Okay. Nee, doch. Ja, jetzt nicht mehr. Ich übertreib's nicht. Ich sterbe jetzt nicht. Ja, schön raus da. Nee, ich wollte nicht bringen, dass ich auf dem Weg bin, weil da bin ich nicht auf dem Weg. Ich habe weder Ghost noch Ulti. Ich bin raus. Ich mach jetzt Drake vor deren Nase. Ich kann mir immer noch kein GA leisten? Wie teuer ist die Scheiße geworden? Inflation auch in League. Ja, was soll ich sagen? Mit dem Zilean Speedup ist halt auch. Ne, ist schon toxisch. Kinda feel the back right here, but I also kinda don't need to. Ich mach erstmal hier in Ruhe, ja. Guck mal, ihr habt das auch ohne mich. Ihr braucht mich gar nicht. Hey. Auch gut jetzt, ne?
Ach du Scheiße. Oh Scheiße, ich hätte ausdoppeln. Stimmt, ich hätte selbst doppeln können. Ey, Platin 1 mit so einem Game. Wenn sowas in Platin 1 passieren kann, Junge, wo könnten wir denn dann noch hin?